liebe Kollegen, ich begrüße Sie zu unserem heutigen Seminar über die Côte de Nuit und ihre Appellationen. Die Côte de Nuit ist ja weltberühmt als Heimat der großen Rotweine Burgunds. Namen wie Chèvre Chambertin, Chambolle Mussigny oder Beaune Romanée sind jedem Sommelier selbstverständlich geläufig. Das Interessante in dieser Region ist jedoch, dass es eine relativ begrenzte kleine Region ist und dennoch gibt es eine sehr, sehr große Vielzahl an unterschiedlichen Weinstilen und Charakteren. Die Region beginnt hier oben im Norden im Chenauf, das quasi schon ein Vorort der Stadt Dijon ist, die sich dann hier anschließen würde, und zieht sich entlang der Route Nationale 974 hier hinunter nach Süden über die Stadt Nuit-Saint-Georges bis hin zu ihrem südlichen Ende hier unten in Corgolien. Und obwohl es eine begrenzte Region ist, herrscht eine große Vielfalt an unterschiedlichen Weinstilen. Und obwohl alle Weine aus Pinot Noir hergestellt werden, schmecken sie doch von Ort zu Ort sehr, sehr unterschiedlich. Und warum das so ist, werde ich Ihnen jetzt im Detail erläutern. Um die Weine der Côte de Nuit wirklich verstehen zu können, ist es wichtig, sich des Terroirs in Burgund gewahr zu werden. Lassen Sie uns also deshalb zunächst noch mal einen Blick auf die Karte der Region werfen. So, hier sehen wir jetzt die Übersichtskarte von Burgund und wir sehen, dass sich Burgund in 5 Unterregionen aufgliedert. Wir haben hier oben im Norden die Côte de Nuit, anschließend die Côte de Beaune, weiter im Süden die Côte Chalonnaise und ganz unten im Süden dann nördlich des Beaujolais, die Region Mâconnaise. Und dann gibt es noch ganz oben im Nordwesten das Grand Auxerrois, jene Region, wo auch die berühmte Appellation Chablis liegt. Wir wollen uns aber heute auf die Côte de Nuit fokussieren. Hier sehen wir jetzt die Côte de Nuit im Detail und dazu ein paar Daten. Die Côte de Nuit hat eine Rebfläche von ca. 3740 Hektar. Das sind rund 13,5% von Burgund und damit ist es die kleinste dieser 5 Subregionen von Burgund. Es sind nur 26 Kilometer von Norden nach Süden, also eigentlich ein sehr kleiner Abschnitt. Und hier finden wir 89% Rotweine. Und das ist ja durchaus erstaunlich angesichts der Tatsache, dass Gesamtburgund einen Schnitt von ca. 2/3 Weißwein und 1/3 Rotwein hat. Warum jetzt aber ausgerechnet die Côte de Nuit so einen hohen Rotweinanteil hat, das ist hauptsächlich im Boden dieser Region begründet. Und da schauen wir uns jetzt auch mal ein Schaubild an. Die Böden des Burgund sind Kalk- und Mergelböden des Jura, entstanden vor ca. 150 bis 250 Millionen Jahren. Und da es sich beim Jura-Kalk um einen Sedimentboden handelt, haben wir hier verschiedene Schichten, die je nach Alter sich übereinander schichten. Je tiefer wir hinunterkommen, umso älter sind die Schichten, die jüngeren Schichten finden sich weiter oben. Grundsätzlich gilt auch, je tiefer und älter wir hinunterkommen, umso brauner wird der Kalk, je weiter wir oben sind, umso weißer und heller wird der Kalkboden. Man sieht es sehr, sehr schön hier oben. Die oberen Schichten des Jura, insbesondere Oxfordien und dann ganz oben Kimmeridge, sind sehr weißweintauglich. Die Schichten des mittleren Jura, Kalovien, Batonien und Bayossien, sind die Schichten, die für Rotwein sehr, sehr gut tauglich sind. Es ist sehr typisch für Burgund, dass man die Eignung der Weinberge für Weißwein bzw. Rotwein schon sehr schön an der Farbe des Bodens erkennen kann. Je heller der Boden ist, je weißer, umso eher ist er für Weißwein geeignet, je dunkler, umso eher ist er für Rotwein geeignet. Und jetzt sehen wir hier einen Querschnitt der Côte de Nuit und der Côte de Beaune. Und hier sieht man, dass es kein einheitlicher Hang ist, sondern dass es hier gewisse Senkungen und Aufwölbungen gibt. Und was uns jetzt für den Rotwein besonders interessiert, ist diese Schichtung, die man hier sieht.
Denn das sind die Böden des mittleren Juras, wo man diese braunen Kalkstein findet, der insbesondere für Rotwein sehr gut geeignet ist. Und man sieht, dass dieser Kalkstein insbesondere hier im Bereich der Côte Nuit zutage tritt. Was man hier auch sehr, sehr schön sieht auf dieser Karte und was nachher von großer Wichtigkeit sein wird, ist, dass dieser Hang immer wieder mit diesen Seitentälern durchbrochen ist, die man in Burgund als Combe bezeichnet. Und diese Seitentäler haben einen ganz, ganz wichtigen Einfluss auf das Terroir in Burgund, weil sie einerseits Kaltluft- und Frischluftschneisen sind, die insbesondere nachmittags kühlende Luft in die Weinberge einfließen lässt, zum anderen aber für Alluvialfächer gesorgt haben. Man sieht es hier sehr, sehr schön. Es wird also das erodierte und verwitterte Kalkmaterial von oben vom Hang hinabgespült über Jahrmillionen und dann bildet sich hier unten am Fuße ein solcher Alluvialtrichter. Und wir werden nachher sehen, dass die besten Weinberge in Burgund, die besten Weinberge der Côte d'Ivoire, sich stets am Ausgang an der Seite von einem solchen Alluvialtrichter befinden, wo wir eine perfekte Durchmischung des Bodens mit Ton und mit den Geröllsteinen haben, die von oben vom Berg herunterkommen. Hier sehen wir jetzt nochmal sehr, sehr schön eine Darstellung, wie sich diese Aufwölbung und Absenkung an der Côte Nuit und an der Côte Beaune darstellt. Was uns interessiert, ist jetzt dieser dunkelblaue Streifen, der aus dem mittleren Jura stammt und der eher für den Rotwein geeignet ist. Der hellere Streifen oben ist das obere Jura, der eher für den Weißwein geeignet ist. Und man spricht hier von der sogenannten Volnay-Synklinale. Das ist dieser Abschnitt, wo sich diese Bodenschicht absenkt. Und auf der anderen Seite gibt es die Chevreuil-Anticlinale, wo eine Aufwölbung stattgefunden hat. Und wenn wir uns mal anschauen, den Bereich, in dem wir in Burgund Weinbau treiben, so zwischen 200 und 400 Meter, dann stellen wir fest, dass gerade hier in der Côte Nuit mit dem Zentrum Chevreuil-Chambertin bis hinunter nach Comblanchien ideal diese Schicht des mittleren Juras zutage tritt. Und das ist genau der Grund, warum wir diesen großen Rotweinanteil und diese große Rotweineignung in der Côte Nuit haben. So, dann schauen wir uns jetzt zunächst mal an, welche Appellationen es in der Côte Nuit gibt. Zuerst einmal die regionalen Appellationen. Da hätten wir die Bourgogne Haute Côte Nuit. Das sind diese Weinberge am oberen Hang, oben auf dem Plateau oberhalb der Côte. Ein bisschen abgelegen, eher kühlere Weinberge, die aber in letzter Zeit durch den Klimawandel immer mehr in den Fokus der Winzer rücken. Und dann haben wir zwei ganz interessante Appellationen, Bourgogne Le Chapitre und Bourgogne Montrecul, die hier oben liegen, direkt vor den Toren der Stadt Dijon. Und das ist eine ganz interessante Eigenheit im burgundischen Appellationssystem. Es handelt sich um regionale Appellationen. Das erkennt man daran, dass das Wort Bourgogne vorne steht. Tatsächlich sind das aber zwei Einzellagen, Le Chapitre und Montrecul, jeweils 5 beziehungsweise 3 Hektar groß. Ganz interessante Weine, die man bei uns sehr, sehr selten findet, weil es nur wenig davon gibt. Und es gibt insgesamt in Burgund nur 4 von diesen Einzellagen, die als regionale Appellation eingestuft sind, obwohl sie tatsächlich ein eigener einzelner Weinberg sind. Und dann hätten wir die Appellation Côte Nuit Village. Und auch hier ist eine Eigenheit. Im Gegensatz zu doch weit verbreiteten Meinungen, dass man den Côte Nuit Village in allen der Villages der Côte Nuit erzeugen könnte, ist diese Appellation nur gültig für 2 Gemeinden im Norden, nämlich Fissin und Bronchon, sowie 3 Gemeinden hier unten im Süden, nämlich Brémaux, Comblanchien und Corgolien. Und dann haben wir die 8 Village-Appellationen der Côte Nuit: Marsannay, Fissin, Gevrey-Chambertin, Moray-Saint-Denis, Chambol-Meusenis, Vougeot, Vaune-Romanée und Nuit-Saint-Georges, die sich dann in diesem Streifen der Côte Nuit befinden. Und schließlich an der Spitze der Hierarchie die Grand Cru-Lagen
und davon haben wir 24 in der Côte de Nuit und die verteilen sich auf diesen eng begrenzten Bereich, den wir hier in Dunkelrot sehen. Es gibt also eine Vielzahl von Appellationen auf diesem doch sehr eng begrenzten Abschnitt von Burgund. Und das macht diese Region besonders interessant und besonders reizvoll. Ich möchte heute mit Ihnen eine kleine Weinreise durch diese Appellationen unternehmen. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam die 8 kommunalen Appellationen der Côte de Nuit verkosten, Ihnen diese Weine erklären, erklären, wie sie schmecken, aber auch erklären, warum sie so schmecken. Wir beginnen zunächst in Massanet, ganz oben im Norden der Côte de Nuit. Und hier sehen wir, die Appellation Massanet besteht eigentlich aus 3 Dörfern. Zum einen Massanet selbst, zum anderen Couchet und zum dritten Chenauve, das sich tatsächlich schon am Ortsrand von Dijon befindet, das sich dann hier anschließt. Massanet ist eine ganz interessante Appellation aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist es die einzige kommunale Appellation, die sowohl Weißwein, Rotwein und Roséwein produzieren kann. Das ist einzigartig in Burgund. Es gibt sonst keine kommunale Appellation, die auch Roséwein und Weißwein neben dem Rotwein produzieren kann. Der Massanet Rosé war früher mal recht berühmt, so in den 80er, 90er Jahren, hat jetzt ein bisschen an Berühmtheit verloren. Die Rotweine haben mittlerweile an Popularität deutlich zugelegt und deutlich gewonnen. Weiterhin interessant bei Massanet, es gibt hier keine Premier Cru-Lagen. Obwohl einige der Weinberge, insbesondere die Weinberge hier am mittleren Hang, die wir hier sehen, auf braunem Kalkboden durchaus von hoher Qualität sind, sind hier keine Premier Crus klassifiziert. Das hat durchaus einen gewissen Vorteil, nämlich den, dass die Weine von Massanet relativ günstig sind und auch die Weinberge relativ günstig sind. Und so hat sich diese Gemeinde ein bisschen zu einer Spielwiese für junge Talente entwickelt, die anderswo vielleicht keinen Zugriff auf die teureren Weinberge hätten, hier aber mit ihrem Weinbaubetrieb starten können. Und deshalb gibt es hier mittlerweile einige junge, sehr, sehr interessante Betriebe, aber natürlich auch sehr erfahrene, arrivierte Betriebe. Gut, dann schauen wir uns das Ganze jetzt noch im Foto an. Hier sieht man sehr schön im Bildhintergrund die Stadt Dijon, von der aus die Route Nationale in die Côte de Nuit hineinführt und daran aufgereiht die Gemeinden Chenauve, Massanet und Couchet. Wie immer in Burgund befinden sich die besten Weinberge hier in der Mitte des Hangs. Zu den Daten: Massanet hat eine Rebfläche von ca. 410 Hektar, davon 160 Hektar Rotweine, knapp 35 Hektar Weißweine und 32 Hektar Roséweine. Und wie bereits genannt, gibt es keine Premier Crus in dieser Appellation. Dann wollen wir jetzt mal einen Massanet verkosten. Ich habe da aus meinem Keller bereitgestellt einen 2014er Massanet von Gérard Séguin. Ja, und schon im Duft sehr, sehr typisch für Massanet, eine sehr, sehr präsente Fruchtigkeit. Da hat man gleich sehr, sehr viel auf der Nase. Sowohl rote als auch schwarze Früchte. Man kriegt sehr viel dunkle Zwetschgen, dunkle Pflaumen. Aber dann auch so rote Beerenfrüchte, insgesamt sehr attraktives Bouquet, eine ganz leichte erdige Note, aber nicht wirklich mineralisch durchsetzt, eher zugänglich, präsent. Und das ist eigentlich sehr, sehr typisch für Massanet. Das sind keine allzu komplizierten Weine, sondern Weine, da riecht man rein, da nimmt man einen Schluck und sie schmecken sofort. Auch am Gaumen eine sehr, sehr präsente Fruchtigkeit in der Attacke. Im Mittelteil dann eine eher saftige, kräftige Art. Also der Wein hat durchaus Volumen. Man hat ein schönes Mund voll Wein, wenn man ihn am Gaumen hat. Aber das Tannin ist eigentlich nicht zu dominant. Es ist angenehm präsent, aber eher im Hintergrund. Der Wein ist zugänglich. Man braucht nicht zu lange drüber nachdenken. Er ist nicht allzu kompliziert. Er schmeckt einfach. Und das ist, was ich bei Massanet immer so schätze. Es sind Weine, die auch Weinliebhabern sehr, sehr gut schmecken, die jetzt nicht die große Erfahrung mit Burgund haben.
Man schenkt ihn ein und er schmeckt einfach gut. Und auch zum Essen ist er ein sehr, sehr vielfältiger Essensbegleiter. Ich gebe immer den Rat, wenn man einen Burgunder trinken möchte und man weiß nicht genau, was zum Essen passt, Marsannay ist immer eine gute Wahl, weil Marsannay passt sich an sehr, sehr viele Gerichte wunderschön an. Gut, dann gehen wir weiter auf unserer Weinreise zur nächsten Station. Wir waren also in Marsannay und gehen jetzt nach Fissin. Hier sehen wir die Weinbergskarte von Fissin. Und was jetzt schon auffällt, ist eine relativ kleine Appellation, nur ein paar hundert Meter von ihrem nördlichen Rand bis zu ihrem südlichen Rand. Was ebenfalls sichtbar ist, dass ein kleines Stückchen hier auf dem Gemeindegebiet von Branchon ebenfalls zu Fissin zählt. Hier in Dunkelrot am oberen Hang die Premier Grüß und dieser obere Hang verfügt über einen einheitlichen braunen Kalkboden. Weiter unten am Hangfuß haben wir eine Mischung aus Kalk und Mergel. Die Premier Grüß haben eine Exposition nach Südosten. Hier sehen wir das jetzt im Foto. Wir schauen von Norden nach Süden. In der Bildmitte haben wir die Gemeinde Fissin und hier haben wir dieses kleine Dörfchen Branchon. Und hier um dieses Eck herum in diesem kleinen Seitental befinden sich dann bereits die Weinberge von Chevrey-Chambertin. Fissin hat eine Rebfläche von 96 Hektar, davon 17,62 als Premier Cru klassifiziert. Rotweine sind deutlich im Übergewicht. Fast 92 Hektar sind Rotwein und nur 4,25 Hektar Weißweine hier. Und es gibt 6 Premier Crus. So, und den Fissin, den wir jetzt verkosten, der stammt vom gleichen Winzer, auch von Gérard Segard. Dann ist es natürlich ein sehr schöner Vergleich. Und alle Weine, die wir heute haben, sind auch aus dem Jahrgang 2014, sodass wir da wirklich einen sehr schönen Vergleich anstellen können. Es ist ein Fissin Le Place, heißt die Lage. Und das ist natürlich jetzt schon interessant. Wir sind ein paar Kilometer weitergegangen und schon ändert sich der Fruchtausdruck im Bouquet dramatisch. Während wir vorhin doch diese eher einfache, sehr, sehr präsente, auch sehr heitere Frucht haben, wird das Ganze jetzt schon ein bisschen komplexer. Wir haben nicht mehr nur Frucht im Duft. Wir haben schon sehr, sehr schöne Fruchtaromen, so ein bisschen nach dunklen Waldbeeren. Vielleicht auch ein bisschen so eingelegte Wildkirschen. Aber dann auch sehr, sehr schön zusätzliche Aromen, ein bisschen was Florales, vielleicht Veilchen oder vollreife Rosen. Und dann auch so etwas Animalisches, Moschus wäre vielleicht ein sehr, sehr typisches Aroma, was man hier riecht. Und dann natürlich sehr, sehr schön diese Pfeffernote, die man auch bei hochwertigen Burgundern ja manchmal finden kann. Und hier kann man jetzt nicht einfach nur einmal reinriechen und den Wein sofort verstehen. Hier passiert das, was große Burgunder auszeichnet. Man muss öfters hineinschnuppern und sich dieses Bouquet Schicht für Schicht aufschließen und analysieren. Und wenn ich jetzt diese vielen verschiedenen Aromagruppen sehe, diese Früchte, dieses Animalische, dieses Würzige, was mit dabei ist, dann zeigt es natürlich schon, dass wir uns so langsam der Gemeinde Chevrey-Chambertin annähern, dieser Superstar-Gemeinde. Denn dort werden wir ganz ähnliche Aromen finden, vielleicht nicht in dieser Duftigkeit, wie wir es beim Fissin haben. Der Fissin ist da vielleicht ein bisschen weitmaschiger aufgebaut, nicht ganz so eng verwoben. Aber diese Verwandtschaft zeigt sich da schon sehr, sehr schön. Am Gaumen dann fällt auf, man merkt, ich muss schlucken, hier eine deutlich kräftigere Tanninausstattung. Dieser Wein hatte schon ein deutlich kräftigeres Rückgrat, er ist ein bisschen maskuliner aufgebaut. Und auch hier zeigt das natürlich schon ein bisschen rüber in Richtung von Chevrey, wo man ja auch diese maskuline Struktur dann eher finden wird. Aber es ist natürlich kein Chevrey, man merkt es, er hat nicht die Länge, nicht die Tiefe, nicht diese perfekte Balance von einem Chevrey, aber er zeigt schon deutlich diese Verwandtschaft zur Nachbargemeinde Chevrey-Chambertin. Und deshalb sage ich immer, das ist so ein bisschen ein Chevrey, ein kleiner Chevrey, denn er kostet auch nur die Hälfte tatsächlich von den Weinen in der Nachbargemeinde. Immer ein großer Geheimtipp, die Weine aus Fissin
wenn man ein bisschen aufs Geld gucken muss und die ganz großen Namen sich nicht unbedingt leisten kann oder leisten will. Pfizer ist immer ein schönes Schnäppchen. Aber wenn wir über die ganz großen Namen reden, dann ist es ja jetzt an der Zeit, nach Geoffrey Chaumartin zu gehen. Von Pfizer gehen wir jetzt nun nach Geoffrey Chaumartin. Hier sehen wir jetzt die Karte und was sofort auffällt ist, wir erkennen dieses Tal, das wir gerade auch sehr schön auf dem Foto gesehen haben. Und hierbei handelt es sich jetzt um das, was ich eingangs erwähnt habe, um ein Combe. Hier ist es das Combe Lavaux, das von besonderer Bedeutung für das Terroir in Geoffrey Chaumartin ist. Wir haben hier oben am oberen Hang die Premier Cru-Lagen, die besten Premier Cru-Lagen mit Böden von braunem Kalk und Mergelschichten sowie Alluvialgeröll, das eben aus diesem Combe herausgespült wurde. Hier in der Mitte des Hanges in Dunkelrot haben wir die neuen Grand Cru-Lagen von Geoffrey Chaumartin. Keine andere Gemeinde in Burgund hat mehr Grand Cru-Lagen als Geoffrey Chaumartin. Was nun aber auch sehr interessant ist, ist dieser Bereich, den wir hier unten sehen. Eine Eigenheit der Côte de Nuit ist, dass normalerweise, und das werden wir dann später noch sehen, die kommunalen Appellationen immer nur in etwa bis zu dieser Straße gehen. Bis zur Route Nationale. Das liegt daran, dass in etwa unter dieser Straße eine Verwerfungslinie liegt, die sogenannte Zonenverwerfungszone. Das bedeutet, hier bricht der Kalkfels, den wir eingangs gesehen haben, ab und in diesem Bereich unterhalb der Straße haben wir also diesen Kalk nicht mehr im Untergrund. Deshalb ist die kommunale Appellation meistens begrenzt nur bis zu dieser Straße. In Geoffrey Chaumartin haben wir aber eine große Ausnahme von dieser Regel. Dadurch, dass wir dieses große Alluvialtrichtergebiet hier haben, das Combe Lavaux, wurde sehr, sehr viel Kalkgeröll auch hier heruntergespült. Auch unterhalb der Straße findet man also einen sehr, sehr kalkreichen, sehr, sehr steinigen Boden. Und das bedeutet, dass wir hier unten auch kommunale Appellationsweinberge haben und teilweise sogar sehr gute. La Justice beispielsweise, Le Grès sind sehr, sehr gute Weinberge, die hier unten liegen und die Ausnahme von der Regel in Burgund bedeuten. Hier sehen wir das Ganze im Foto. Hier ist der Combe Lavaux mit den Lagen Lavaux-Saint-Jacques und Clos-Saint-Jacques, ja zwei der besten Premier Crus in dieser Gemeinde, die übrigens auch zu den spätesten Lagen in ganz Burgund zählen, mit der längsten Vegetationsperiode, weil sie durch diesen Kaltluftstrom geprägt sind, der hier aus dem Tal herauskommt. Hier im Vordergrund sehen wir den Grand Cru-Hang mit den berühmten Chaumartin Grand Crus. Geoffrey Chaumartin hat knapp 410 Hektar Rebfläche. Davon sind 80,5 Hektar als Premier Cru klassifiziert und in Geoffrey werden ausschließlich Rotweine produziert. Es gibt 26 Premier Cru-Lagen und eben jene 9 Grand Crus, die wir hier aufgelistet sehen. Okay, und auch für Geoffrey Chaumartin bleiben wir bei Gérard Segard. Auch da habe ich einen Wein von ihm mitgebracht. 2014, Terroir du Domaine. Der Gérard, übrigens ganz, ganz netter Typ, ein Grand Seigneur von Geoffrey Chaumartin, spricht sehr, sehr gut Deutsch, was ja auch nicht selbstverständlich ist in Burgund und ein wirklich ganz charmanter Gastgeber. So, was auffällt, ist jetzt schon mal, dass die Farbe ein bisschen dunkler, ein bisschen violetter wird. Sehr, sehr typisch für Geoffrey Chaumartin. Er hat ein bisschen eine kräftigere Farbe. Und das Bouquet natürlich jetzt deutlich reicher, deutlich reifer und deutlich enger verwoben. Und hier zeigt sich jetzt eine sehr, sehr schöne Eigenschaft von Geoffrey. An dem kann man nicht mehr sehr, sehr schön die unterschiedlichen Aromenfamilien von burgundischen Rotweinen erklären. Große rote Burgunder haben eigentlich drei Aromengruppen im Bouquet. Einerseits diese gesamten Früchte, die wir immer so gern benennen, die Beerenfrüchte, die Steinfrüchte etc. Zum Zweiten haben wir hier in Burgund dieses, was man Sous-Bois nennt, diese Unterholznoten, so ein bisschen wie etwas wie Trüffel, nasses Herbstlaub, so ein bisschen diese ganzen ländlichen Bodennoten. Und als
dritte Aromagruppe hat man immer so ein bisschen diese Gewürze und diese herzhaften Aromen, zum Beispiel Pfeffer, Lakritz etc. Und bei Chefrey Chambertin, und das ist sehr, sehr typisch, hat man eigentlich alle dieser drei Aromengruppen im Glas und bei guten Chefreys alle drei Aromengruppen in perfekter Ausgewogenheit. Wenn ich hier reinrieche, kriege ich sofort diese dunkle Beerenfruchtigkeit, die so typisch ist für Chefrey Chambertin, so ein bisschen dunkle Heidelbeeren, vielleicht dunkle Waldbeeren, keine süßen Beeren, sondern eher herbe Beeren. Und wenn ich zum zweiten Mal hineinrieche, kriege ich sehr, sehr deutlich so eine Lakritznote, was sehr, sehr typisch ist auch für Chefrey, vielleicht auch so ein bisschen frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. Und wenn man dann beim dritten Mal sich auf diese Sauvoir-Stilistik konzentriert, merkt man auch das sehr, sehr deutlich. So eine animalische, ländliche Note. Ein bisschen wie Moschus auch wieder, aber auch jetzt sehr, sehr deutlich wie nasses Herbstlaub, wenn man im Herbst einen Waldspaziergang macht oder auch wie schwarze Trüffel. Also man hat alle diese drei Aromengruppen im Glas. Und wenn man beim nächsten Mal wieder hineinriecht und sich nicht auf eine dieser Gruppen fokussiert, stellt man fest, dass eigentlich alle drei perfekt miteinander verwoben sind und keine im Vordergrund steht. Und das ist natürlich sehr, sehr typisch für diese Balance und Ausgewogenheit, die Chefrey Chambertin so auszeichnet. Probieren wir mal, wie es am Gaumen ist. Und auch hier ganz andere Aromenentwicklung jetzt natürlich am Gaumen. Der ganze Gaumen wird jetzt mit einem tollen, schwebenden Aroma gefüllt. Der Wein ist maskulin in seinem Charakter, er hat Körper und Fülle, aber, und auch das ist typisch für Chefrey Chambertin, aufgrund dieser perfekten Balance, der perfekten Ausgewogenheit, hat er keine Schwere. Es ist ein Riese, der trotzdem nie den Boden berührt. Es ist ein körperreicher Wein, der aber eigentlich keinen schweren Körper hat. Und das ist natürlich ein ziemlich faszinierendes Erlebnis. Das Tannin ist durchaus maskulin, der Wein hat Rückgrat, der hat aufrechtes Rückgrat, aber es ist alles in eine wunderbare Textur eingehüllt. Und insbesondere dann zum Finish hin kommt diese steinig-erdige, kalkige Mineralität sehr, sehr deutlich zum Vorschein und belebt diesen doch reichhaltigen Fruchtkörper auf eine wunderbare Weise. Und das ist so typisch für Chefrey Chambertin, dass wir immer diese perfekte Balance von Aroma, von den verschiedenen Aromengruppen haben, aber dann auch die perfekte Balance in der Struktur zwischen Körper, Tannin, Säure und Frucht. Wenn man das im Glas hat, versteht man sehr leicht, warum zum Beispiel auch Napoleon diese Weine besonders geschätzt hat. Chefrey Chambertin sind tatsächlich sehr aristokratische, sehr königliche Weine. Das Interessante ist jetzt aber, wenn wir Chefrey verlassen und ein paar Kilometer weiter nach Süden gehen, ändert sich das dramatisch. Wir waren in Chefrey Chambertin und gehen jetzt nach Moray-Saint-Denis. Auf was man jetzt hier besonders achten muss, ist dieses Eck hier oben. Rechts von dieser gestrichelten Linie befinden sich die Weinberge von Chefrey Chambertin und man sieht, sie gehen nur bis in etwa zu dieser Höhe. Auf der anderen Seite des Gemeindegebiets von Moray-Saint-Denis dreht der Hang deutlich auf, er geht deutlich weiter nach oben und er wird deutlich steiler. Das hat zwei Auswirkungen auf das Terroir des Weins. Zum einen finden wir jetzt hier oben einen deutlich jüngeren und helleren Kalkboden. Wir finden flachgründige Böden von weißem Batonienolith am oberen Hang und fossilienreiche Bayossian-Kalkböden am Hangfuß. Und durch die Steilheit der Weinberge hier haben wir jetzt nur eine relativ dünne Auflage auf dem Fels. Der Boden ist hier teilweise nur 30, 40 Zentimeter tief, bis dann der karge Kalkfels kommt. Und das gibt einen ganz eigenen Charakter zu den Weinen. Was wir ebenfalls wiederum haben, ist ein kleines Combe, ein kleines Seitental, das wir hier sehen. Und auch hier zeigt sich wiederum dieselbe Situation. Die besten Weinberge liegen links und rechts am Ausgang dieses Tals. Die Grand Crus von Moray-Saint-Denis befinden sich hier. Schauen wir uns die Situation auf dem Foto an.
dann sehen wir hier genau diesen Abschnitt, in dem sich der Hang nach oben dreht und steiler wird. Und man sieht hier deutlich, die Weinberge sind viel höher gelegen als die hier unten von Gevrey Chambertin. Dieser Weinberg hier oben, das ist der Mont de Luisante. Und es ist interessant, in seinem oberen Bereich ist der Boden bereits so weiß und so karg, dass hier keine Rotweine mehr wachsen, sondern hier wachsen Weißweine und teilweise auch sehr, sehr renommierte Weißweine. Darunter befindet sich Clos Saint-Denis, eine der bekannten Grand Cru-Lagen, und in diesem Bereich hier unten der vielleicht beste Grand Cru dieser Gemeinde, Clos de la Roche. Auf dieser Seite des Combes ist dann Clos de Tarte und Clos de Lambret, ja ebenfalls zwei sehr berühmte Grand Cru-Weinberge. Was auch ganz interessant ist, wenn man genau hinschaut, hier in diesem Bereich, dieses Haus, das wir hier oben sehen, ist das Weingutsgebäude der Domaine Ponceau, das sehr, sehr schön oberhalb des Ortes liegt. Und hier hat man von der Terrasse an besonderen Tagen mit Föhnwetterlage einen so klaren und guten Blick über das Sohntal, über das Jura hinweg, dass man teilweise den 230 Kilometer entfernten Mont Blanc entblicken kann. Und das ist sehr, sehr typisch, diese Fernsicht, die wir eigentlich sonst an keiner Stelle der Cotonou in dieser Art haben. Schauen wir uns die Daten von Moret Saint-Denis an. 96,4 Hektar Rebfläche, davon 42,6 als Premier Cru klassifiziert. 93 Hektar sind Rotwein und nur 3,37 Hektar als Weißwein, doch die gelten für die Cotonou als sehr renommiert. 20 Premier Crus gibt es hier und 5 Grand Crus. Vier davon habe ich bereits genannt. Der fünfte wäre Bonnemare, der allerdings nur teilweise auf dem Gemeindegebiet von Moret-Saint-Denis liegt. So, weinmäßig wechseln wir jetzt den Winzer. Wir gehen zu Stefan Magnat. Ganz kleines, aber sehr renommiertes Weingut in Moret. Und was mir jetzt beim Einschenken schon auffällt, ist die Farbe. Moret Saint-Denis hat normalerweise ein bisschen eine hellere, ein bisschen leichtere Farbe als Gevrey Chambertin. Das ist wirklich interessant, wir sind wirklich nur ein paar hundert Meter weiter in den Süden gegangen und schon ändert sich nicht nur das Aroma, sondern auch die Farbe des Weins, obwohl die Weine eigentlich weitgehend gleich ausgebaut wurden. Das liegt ganz klar auch daran, was ich gerade erklärt habe, der hellere Boden. Dunklere, kräftigere, tonigere Böden geben auch etwas dunklere Rotweine. Böden mit weißerem Kalk, helleren Boden geben auch ein bisschen leichtere, hellere Weine in der Farbe. Und das sieht man meistens schon sehr, sehr schön im Glas. Und das ist immer so faszinierend, wenn man dann nach einem Gevrey Chambertin einen Moret Saint-Denis im Glas hat. Plötzlich dreht die Frucht vom Dunklen beim Gevrey in dieses Helle und vor allem in dieses Rote. Wir haben jetzt keinerlei dunklen Früchte mehr. Alles, was wir hier drin haben, sind es rote Früchte. Ich kriege sehr, sehr typisch rote Johannisbeeren und vielleicht auch so ein bisschen rote junge Wildkirschen, was sehr, sehr typisch ist für Moret Saint-Denis. Und das ist eine ganz leichte, würzige Unterholznote, aber lang nicht so dominant wie bei Gevrey Chambertin. Dieser Wein ist ganz klar von den roten Früchten geprägt. So ein ganz kleiner Anflug schwarzer Trüffel dürfte mit dabei sein. Insgesamt ein sehr lebhaftes Bouquet. Und auch hier schon, Sie merken, ich muss ein paar Mal schlucken, ganz andere Säurestruktur, ganz andere Aufbau in der Tanninstruktur, als wir es gerade hatten beim Gevrey Chambertin, sehr lebhafte Säure, lebhaftes Tannin, ein geradezu tänzerischer Wein, deutlich weniger Gewicht, als wir es beim Gevrey Chambertin hatten. Der Wein ist einfach schlanker aufgebaut, eher feminin aufgebaut im Gegensatz zum maskulinen Gevrey Chambertin, eher tänzerisch als voluminös. Und es ist ganz eindeutig und eigentlich nur von diesem helleren Kalkboden bedingt, den wir gerade in der Präsentation gesehen haben. Einer der schönsten Sätze, um einen Moret Saint-Denis zu beschreiben, ist der, dass es der Tenor im Chor
der Côte Nuit. Es ist die höchste Stimme, die wir haben. Es ist der vielleicht schlankeste, lebhafteste und duftigste Wein, den wir an der Côte Nuit finden. Und es ist so faszinierend, dass er einfach nur die Nachbarlage zu dem maskulinen und körperreichen und eher tellurisch bodengebundenen Gevrey Chambertin ist. Und dann haben wir dieses tatsächlich sehr tänzerische Gewächs im Glas. Aufgrund von dieser schlanken, lebhaften Art sind das für mich eigentlich ideale Weine, die ich gar nicht so sehr im Herbst oder Winter trinken würde, sondern diese Weine auch, wenn es draußen warm ist, vielleicht auch zum Mittagessen, weil sie unglaublich anregend sind. Das ist jetzt nichts, was man zu einem schweren Wildgericht trinken würde, wie man es mit dem Gevrey Chambertin machen würde, sondern eher zu leichten, erfrischenden Getränken, insbesondere auch zu Wildgeflügel, Fasanen ist perfekt, Wachteln sind perfekt mit diesem Stil von Wein. Und da hat der Moray Saint-Denis eine unglaublich lebhafte Art, diese Gerichte zu unterstreichen und zu begleiten. Eine Appellation, die oft übersehen wird, ich finde zu Unrecht, denn diese wirklich ganz eigene Typizität, dieses tänzerisch elegante, das kann schon durchaus sehr, sehr sexy sein. Apropos sexy, da kommen wir tatsächlich jetzt zur femininsten Appellation der Côte Nuit. Wir gehen nach Chambolle-Mussigny. Es ist nur ein kleiner Katzensprung von Moray Saint-Denis in die Nachbargemeinde. Und hier stellt sich die Situation nun so dar. Wir haben ganz ähnliche Böden wie in Moray Saint-Denis. Es sind flachgründige Böden mit einem hohen Anteil an hartem, aktivem Kalk aus Batonien und Bayocien Schichten. Was jetzt hier allerdings anders ist, der Hang wird wiederum etwas flacher, dadurch die Auflage ein bisschen dicker, ein bisschen höher. Und was jetzt auch sehr, sehr wichtig ist, wir haben ein sehr großes Comb, das hier herunterkommt, und dadurch sind die Weinberge noch deutlich stärker mit Alluvialkies durchsetzt. Wiederum die gleiche Situation am Ausgang links und rechts dieses Comb, die Grand Cru Weinberge, hier der Bonnemar, hier unten Le Mussigny. Hier sehen wir diesen Ausgang dieses Comb. Hier vorne im Vordergrund schauen wir auf den Bonnemar, der sich hier herumzieht, und hier am Hang dann die berühmte Lage Le Mussigny. Chambolle-Mussigny hat eine Rebfläche von ca. 152 Hektar, davon 56 als Premier Cru klassifiziert. Und es gibt hier nur Rotweine. Jetzt wird vielleicht ein gewisser Widerspruch von den Burgund-Kennern kommen, da es ja in der Grand Cru-Lage Le Mussigny tatsächlich auch Weißweine gibt. Aber wenn diese Weißweine aus der Grand Cru-Lage deklassifiziert werden, wird aus ihnen eben nicht Chambolle-Mussigny, sondern sie werden, und das ist ja auch tatsächlich in den letzten Jahren der Fall gewesen, als Bourgogne Blanc klassifiziert. Einfach deshalb, weil es für die kommunale Appellation Chambolle-Mussigny keinen Weißwein gibt, sondern ausschließlich Rotwein. Wir haben 24 Premier Crus und dann die beiden Grand Crus Mussigny und Bonnemar. Chambolle-Mussigny also, einer meiner Lieblingsweine, nicht nur in Burgund, sondern überhaupt einer meiner Lieblingsrotweine. Wiederum das gleiche Spiel, gleicher Winzer, da kann man es natürlich toll vergleichen. So, und nach dem, was wir gerade gelernt haben, müssten wir theoretisch einen relativ ähnlichen Stil im Bouquet finden, weil wir relativ ähnliche Struktur von dem Boden haben. Das heißt, wir bleiben eher mal im rotfruchtigen Bereich. Und es ist tatsächlich so. Allerdings jetzt eher ein bisschen, diese Wildkirsche ist deutlicher ausgeprägt. Vielleicht auch ein bisschen reifer, als sie beim Moray Saint-Denis war. Sehr, sehr schöne, saftige, reife Wildkirsche. Riecht schon unglaublich elegant. Und dazu so eine ganz feine florale Note. Allerdings floral jetzt nicht im Sinne, dass es ein bisschen parfümiert wirkt, sondern wirklich so eine unglaublich noble Kopfnote nach sehr, sehr reifen Rosen.
und wiederum ein kleiner Anflug schwarzer Trüffel. Alles viel dichter verwoben jetzt als beim Vorgänger, alles viel runder, mehr in sich ruhend. Man merkt gleich beim Reinriechen diese Lebhaftigkeit, die wir gerade haben, haben wir jetzt wahrscheinlich hier nicht mehr. Und das ist ein frappierender Unterschied jetzt in der Struktur, in der Textur des Weins am Gaumen. Dieses lebhafte Spiel von Säure und Tannin, vom Moray Saint-Denis, dreht jetzt in eine viel, viel subtilere, viel weichere, seidigere Struktur. Wir haben auch hier eine schöne Tanninstruktur, aber eine völlig andere Art von Tannin. Auch hier ein femininer Wein, er gilt als der femininste Rotwein der Côte de Nuit, aber jetzt feminin im Sinne einer echten großen Dame, einer echten großen Diva. Unglaublich, wie fein und seidig hier das Tannin wird. Und das, wie gesagt, gleicher Winzer, gleicher Jahrgang, wir sind nur ein paar hundert Meter weiter Richtung Süden gegangen. Die Aromaentwicklung am Gaumen ist jetzt auch nicht eine, die einen sofort erfrischt, sofort überwältigt, sondern es ist eher subtil und elegant, eben wie eine große Diva sich uns nähern würde und so langsam von uns Besitz nimmt. Das ist schon eine unglaublich attraktive und fast sinnliche Art, wie man Pinot Noir genießen kann, mit dieser ganz, ganz samtig-seidigen Textur und dieser subtilen, eleganten Länge. Der Wein hat durchaus Fülle, nicht, dass wir uns da falsch verstehen, der Wein hat durchaus Fülle und körperliche Präsenz, aber nichts ist hier überladen, alles ist wirklich perfekt abgeschliffen und hat diese unglaublich subtile, auf einen Punkt hinaus laufende Länge. Das ist schon ein ziemlich betörendes Erlebnis und Sie merken, ich rede sehr viel über diesen Wein, das ist aber sehr, sehr typisch für so einen Wein, weil man kann sich so eine große Diva nicht auf den ersten Schluck erschließen, da muss man zwei, dreimal reinriechen, muss zwei, drei Schlucke nehmen, um so langsam sich an den Wein anzunähern und den Wein so langsam überhaupt erst wirklich zu verstehen. Und wenn ich sowas im Glas habe, fällt mir immer wieder dieser Spruch ein, ein echter großer Wein entzieht sich einer flüchtigen Betrachtung. Und das ist sehr, sehr typisch für diesen wirklich großartigen Chambol Musigny. Gut, dann gehen wir wieder ein Stück weiter. Von Chambol Musigny sind es nur wenige hundert Meter den Hang hinab nach Vougeot. Vougeot ist die kleinste Village-Appellation der Côte de Nuit und es erklärt sich leicht dadurch, dass der größte Teil des Gemeindegebiets von Vougeot von der Appellation des Grand Cru Clos de Vougeot eingenommen wird und nur dieser kleine Teil nördlich davon tatsächlich zur kommunalen Appellation von Vougeot zählt. Der Clos de Vougeot ist weltberühmt als der Ursprung des Weinbaus des Zisterzienserordens, der hier unten sieht man es in situ 1098 von Robert de Molem gegründet wurde und die dortigen Mönche dann in den späteren Jahrhunderten diesen komplett von einer Mauer umschlossenen berühmten Clos de Vougeot als Weinberg für ihr Kloster angelegt haben. Hier in Vougeot haben wir die Situation, dass wir am oberen Hang in diesem Bereich immer noch etwas flachgründige braune Kalkböden haben, wo teilweise auch Weißweine wachsen. Hier im unteren Bereich dann tatsächlich aber feinkörnige Mergelböden und kalkige Tonböden, wo vor allem dann kraftvolle Rotweine gedeihen. So, hier sieht man jetzt ein wunderschönes Luftbild des Clos de Vougeot, der sich hier entlang zieht und komplett mit einer Mauer umschlossen ist. Ein Weinberg von knapp 50 Hektar. Und lediglich dieser kleine Bereich hier ist der Village-Bereich von Vougeot. Hier oben sind dann die Weinberge von Chambol Musigny. Vougeot hat nur knapp 16 Hektar Rebfläche,
davon 12,5 als Premier Cru, also der größte Teil dieser Appellation ist Premier Cru, und davon Rotweine 12 Hektar und 3,87 Hektar Weißwein. Es gibt 4 Premier Crus und dann natürlich als berühmten Grand Cru den Clos de Vougeot. Also, dann gehen wir jetzt vom Berg hinunter, ein paar Meter nur, wirklich einen Steinwurf entfernt, von Chambol nach Vougeot. Und da habe ich einen Wein aus dem Weingut Mangéa Mugnere aus Vaux-en-Romanée, ganz bekannter Betrieb dort. Der einzige Wein heute, den ich als Premier Cru mitgebracht habe, ganz einfach deshalb, wir haben es gerade gesehen, es gibt so gut wie keine Dorflagen in Vougeot, fast die gesamte kommunale Appellation besteht aus Premier Cru-Lagen. Deshalb jetzt ein 2014er Le Gras aus Vougeot. Und es ist wiederum so ein frappierender Schritt, den wir jetzt haben, von dieser unglaublich charmanten Wildkirschfrucht ein paar Meter den Berg hinunter, und wir haben eine völlig andere Fruchtausprägung. Wir haben vielleicht auch Kirschen jetzt hier im Bouquet, aber viel eher jetzt Sauerkirschen, relativ herbe Sauerkirschen. Wir haben dunkle Waldbeeren wieder, es wird alles viel dunkler. Wir hatten gerade diese Rotfruchtigkeit, wir kommen jetzt wieder in diese dunkle Schwarzfruchtigkeit. Dunkle, schwarze Waldbeeren, die schwarzen Sauerkirschen habe ich genannt. Auch eine florale Note hier, aber eher eine herbflorale Note in Richtung von Veilchen, die ja ein bisschen so eine animalische Note auch haben können. Bitterschokolade in Anflügen, also wiederum diese Sous-Bois-Stilistik und so ein bisschen vermodertes Herbstlaub. Vielleicht auch so eine schöne Note nach altem Holz, Holz, wie wir es vielleicht aus einer Zigarrenkiste kennen. Und hier ist jetzt nichts mehr mit Feminin und nichts mehr mit Diva. Jetzt sind wir wirklich im maskulinen Bereich wieder zurück. Der Wein hat Rückgrat, der Wein hat Frucht, der hat Präsenz und der hat Körper. Und auch eine Herzhaftigkeit, eine gewisse Würzigkeit, die wir beim Chambol nie finden werden, obwohl er wirklich nur in Sichtweite davon wächst, haben wir jetzt wirklich diese eher herzhafte, kräftige, maskuline Würze in diesem Wein drin. Bemerkenswert hier auch das Finish. Zum Finish hin tritt die Frucht ein bisschen in den Hintergrund und diese Sous-Bois-Charakteristik kommt sehr, sehr deutlich hervor. Wir kriegen sehr, sehr stark diese Trüffelnote im Finish und insbesondere ganz zum Schluss auch sehr schön diese schwarze Pfeffernote. Sehr, sehr würziger, sehr maskuliner, sehr präsenter Wein. Das ist schon etwas, was man gerade auch, wenn es um die Paarung zum Essen geht, sehr, sehr ernst nehmen muss. Das ist natürlich jetzt was, das ruft nach einem Hasen, nach einer vielleicht Wildtaube, nach einem Rehrücken mit einer kräftigen Soße. Das sind jetzt wirklich sehr, sehr herbstliche, sehr winterliche Weine zu großen, kräftigen Gerichten. Sicher auch was, was man ein bisschen früher öffnen kann und dann auch ein bisschen im Glas stehen lassen kann. Ein Wein, der mit Luft profitiert, um diese ganze Fülle von Frucht, Würze und Struktur sehr, sehr schön auffächern zu können. Damit nähern wir uns jetzt der nächsten Superstar-Gemeinde in Burgund an. Wir gehen nach Vaux-en-Romanée. Es ist nur ein Spaziergang von ein paar Minuten von Vougeot nach Vaux-en-Romanée. In Vaux-en-Romanée haben wir einen sehr ausgewogenen Hang, weder zu steil noch zu flach, der aber eine ganz interessante Besonderheit hat. Hier treffen nämlich die Ausgänge von gleich zwei Seitentälern auf die Weinberge. Wir haben das Combe d'Orvaux, das hier herunterkommt, und wir haben das Combe de Conqueur, das hier seinen Einfluss hat. Und deshalb erklärt sich sehr leicht auch diese Ballung der weltberühmten Grand Crus in diesem Bereich.
Es sind eisenhaltige Kalkböden, durchmischt mit tonigen Mergeln, die wir hier finden. Und insbesondere dieser Eisenanteil ist einzigartig für die Côte Nuit und sorgt für einen ganz eigenen Appellationscharakter in diesen Weinen. Eine weitere Besonderheit ist, dass wir teilweise einen sehr harten, rötlichen Brémaux-Kalkstein im Untergrund finden, der für die Struktur dieser Weine verantwortlich ist. Hier sehen wir ein sehr, sehr schönes Luftbild wiederum der Appellation. Dieser Weinberg ist Romane Conti. Darüber befindet sich La Romanée. Hier unten, dieser etwas größere Weinberg, ist Romane Saint-Vivant und darüber Richebourg. Weinberge, aus denen einige der besten und teuersten Weine der Welt wachsen. Dieser kleine Streifen hier ist La Grande Rue und hier unten La Tache. Vosne-Romanée hat eine Rebfläche von 153,6 Hektar. Davon sind 56,5 Hektar als Premier Cru klassifiziert. Es gibt ausschließlich Rotweine in Vosne-Romanée und 14 Premier Cru-Lagen. Es gibt diese 6 berühmten Grand Crus, die ich gerade genannt habe. Allen voran natürlich Romane Conti. Wenn wir nach Vosne-Romanée gehen, gehen wir zu Régis Fauré. Auch ganz lieber Kerl. Toller Winzer dort. Wow. Das ist immer ziemlich faszinierend, wenn man Vosne-Romanée im Glas hat. Und wahrscheinlich für jeden, der das erste Mal einen Vosne-Romanée im Glas hat, vielleicht auch ein bisschen verstörend, weil das ist nicht, wie man sich Spätburgunder, wie man sich Pinot Noir gemeinhin vorstellt. Das ist so ein eigener Charakter, so eine eigene Typizität. Hier zeigt sich deutlich, wie sehr die Appellation, wie sehr der Charakter der Appellation eigentlich wichtiger ist als der Charakter der Rebsorte. Es ist kein Rebsortenwein, es ist eine Appellation, das merkt man hier sehr, sehr deutlich. Wenn wir vorhin davon gesprochen haben, dass wir diese drei Aromengruppen haben, Frucht, Gewürze und Sous-Bois, die im Chèvre et Chambertin so wunderbar balanciert waren, dann stellt man fest, beim Vosne-Romanée hat man auch diese drei Gruppen, aber hier mit einer deutlichen Betonung auf letzterem, nämlich auf dem Sous-Bois, auf dieser Unterholznote. Vosne-Romanée ist kein Wein, der von seiner strahlenden Frucht fasziniert, sondern er fasziniert mit dieser unglaublich erdigen, noblen Sous-Bois-Note. Natürlich ist hier Frucht, sehr, sehr viel dunkle Frucht vor allem. Man kriegt Cassis, dunkle Brombeeren, dunkle Zwetschgen vielleicht auch, Schlehen, etwas in diese Richtung. Aber was sofort dominiert, ist diese unglaublich faszinierende Note nach Mokka, nach Bitterschokolade, nach sehr, sehr noblen schwarzen Périgord-Trüffeln, Herbstlaub wiederum. Aber auch so ein bisschen wie frisch gerösteter, sehr, sehr hochwertiger Espresso-Kaffee. Das ist schon ziemlich faszinierend und es ist sehr, sehr komplex dabei. Also man merkt es vielleicht, ich kann da nicht auf einmal reinriechen und alles auf einmal fassen. Man muss da wirklich Schicht für Schicht in den Wein eintauchen, um diese Komplexität sich überhaupt erschließen zu können. Und ich glaube, das könnte jetzt auch noch Minuten oder vielleicht stundenlang so gehen. Ich rieche immer wieder rein und rieche immer wieder was Neues. Jetzt kommt so ein bisschen nämlich auch noch diese Gewürznote dazu, diese auch wieder Lakritz ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen was wie geräucherter Speck, geräucherter Schinken. Und auch natürlich wieder schwarzer Pfeffer, Piment. Sie merken schon, es ist eine unglaublich komplexe, vielschichtige Angelegenheit, so einen Wein zu verkosten. Das nenne ich jetzt mal einen Auftritt am Gaumen. Der Wein ist unglaublich präsent, er ist sofort da, aber da ist nichts Vordergründiges an diesem Wein. Man merkt sofort diesen edlen, noblen Charakter, dieses Aufrechte, dieses fast Aristokratische. Der Wein will nicht gefallen, das ist nicht dein bester Kumpel, der dir auf die Schulter klopft. Der Wein ist eine Persönlichkeit, an die du dich als Verkoster erst annähern musst. Und das ist ein ziemlich faszinierendes Erlebnis.
Festes, aber auch unglaublich mineralisches Tannin, fast salzig im Finish. Der Wein ist unglaublich anregend am Gaumen. Man spürt sofort den Speichelfluss, wenn man diesen Wein am Gaumen hat. Das ist schon eine sehr fordernde Angelegenheit. Und deshalb, ich habe eingangs gesagt zu diesem Wein, vielleicht etwas, was jemand, der weniger Erfahrung hat mit Burgundern, etwas verstört anfangs. Weil das hat nichts mehr mit einem Spätburgunder zu tun, wie wir Spätburgunder kennen. Das ist eine so eigene Persönlichkeit, die muss man verstehen. Wenn man sie dann aber verstanden hat, merkt man, welche Faszination hinter diesen Weinen steckt. Und wenn man eine Dorflage hat, die schon so schmeckt, kann man sich vorstellen, wie dann erst die berühmten Grand Crus aus dieser weltberühmten Gemeinde schmecken können. Wenn diese Weine dann ein bisschen älter werden, nimmt tatsächlich sogar diese fast orientalische Gewürzhaftigkeit durchaus noch zu. Die Weine werden dann noch komplexer und kriegen diese wunderschönen Aromen, die dann wirklich sehr, sehr schön ins Bereich von Trüffel und exotischen Gewürzen gehen. Und das ist natürlich eine unglaublich schöne Sache, solche Weine dann tatsächlich auch mit Gerichten der feinen, komplexen Sternegerüche zu paaren. Das sind wirklich Weine, die gehören nicht in die Weinstube. Das sind Weine, die gehören auf die Tische von Sternerestaurants zu großen, komplexen Gerichten. Natürlich auch eher winterliche, eher herbstliche Gerichte, die jetzt zu sowas passen. Eher kräftigere Gerichte, aber sie sollten durchaus fein und komplex sein. Also man sollte einen solchen komplexen Wein nicht mit zu rustikalen, zu saftigen Gerichten eigentlich ein bisschen stören, sondern da sollte man wirklich dieses Spiel von der Komplexität aufnehmen und mit begleiten. Das kann dann wirklich zu grandiosen gastronomischen Erlebnissen führen. Wow. Bon Romane, ich glaube, man merkt an meiner Begeisterung, warum diese Gemeinde so berühmt ist, warum sie so berühmte und so teure Grand Cru Weine hat. Dann bleibt uns nur noch eine letzte Station auf unserer Weinreise. Wir gehen wiederum ein paar hundert Meter weiter in den Süden und kommen nach Nuits-en-Change. Wir kommen nun also in Nuits-en-Change an. Und hier haben wir jetzt die Situation, dass sich die Weinberge zu beiden Seiten von diesem doch etwas größeren Tal, des Tals der Mösin, befinden. Im nördlichen Teil finden sich hier kiesige Alluvialböden am oberen Hang, hier unten im unteren Hang jedoch Schwemmlandböden am Hangfuß. Und diese doch etwas fruchtbareren, tieferen Schwemmlandböden resultieren durch das Material, das der Fluss Mösin über die Jahrtausende hier heruntergespült hat. Auf der südlichen Seite an diesem Hang haben wir Alluvialkies, der aus dem Comte de Valleraux stammt. Hier wiederum ein kleines Seitental, das hier auf die Weinberge trifft. Dieser Alluvialkies lockert hier den Boden von tiefem Kalk und Mergel deutlich auf und im Untergrund haben wir hier auch die Besonderheit, dass sich hier ein sehr, sehr harter Complagien-Kalkstein findet, eine Art Marmor, der den Weinen eine ganz besondere Struktur verleiht. Eine weitere interessante Tatsache über die Appellation Nuits-en-Change ist, dass auch die Nachbargemeinde Prémaux, die wir hier sehen, zu dieser Appellation zählt. Hier haben wir die Premier Cru Weinberge Clodagh Maréchal, Clos Arlot, Les Argiliers, durchaus renommierte Premier Cru Weinberge, die zur Appellation Nuits-en-Change ebenfalls zählen. Hier sehen wir jetzt einen Blick auf Nuits-en-Change von Beaune-Romanée aus. Hier im Vordergrund die letzten Ausläufer der Appellation Beaune-Romanée und dann die nördlichen Weinberge von Nuits-en-Change. Hier auf der anderen Seite des Tales ziehen sich dann die Weinberge der südlichen Flanke von Nuits-en-Change bis Complagien hinunter. Nuits-en-Change hat ca. 306 Hektar Rebfläche, davon
knapp 146 Hektar als Premier Cru klassifiziert. Es gibt fast 300 Hektar Rotwein davon und nur rund 7,3 Hektar Weißwein. Es gibt 41 Premier Crus, aber keine Grand Crus. Und hier muss man vielleicht sagen, noch keine Grand Crus, denn der vielleicht beste Weinberg von Louis Saint-Georges, Le Saint-Georges, der hier ganz am Ende von diesem Hang im Süden von Louis Saint-Georges liegt, ist in der Diskussion, um als Grand Cru aufgewertet zu werden. Le Saint-Georges befindet sich hier. Der letzte Wein also in unserer kleinen Weinreise durch die Côte de Nuit kommt wieder von Régis Forêt. Dann kann man das wiederum sehr schön vergleichen. Sein Louis Saint-Georges. So. Es fällt schon mal auf, wir bleiben in Louis Saint-Georges in dieser dunkelfruchtigen Liga, wie wir es gerade auch bei Beaune Romane hatten. Ein Bouquet, was durchaus ein bisschen an den Beaune Romane noch erinnert, allerdings jetzt in einer ganz anderen Ausprägung. Was wir jetzt sehr, sehr präsent haben und was sehr typisch ist für Louis Saint-Georges, ist so eine Note von dunklen Brombeeren. Daran kann man diese Weine immer sehr, sehr schön erkennen. So eine präsente Brombeernote hat man nicht sonst bei keinem Wein an der Côte de Nuit. Auch ein bisschen Cassis, auch ein bisschen Super, allerdings nie so intensiv, so prägnant, so selbstbewusst, wie wir es gerade beim vorigen Wein hatten. Hier jetzt eher wieder so ein bisschen diese saftigere Fruchtigkeit, vielleicht auch ein bisschen eine herzhaftere Fruchtigkeit. Vielleicht auch wieder ein bisschen mit Pflaumen, mit dunklen Pflaumen durchsetzt. Aber letztlich, ich komme immer wieder auf diese schöne, saftige und doch auch ein bisschen herbe, dunkle Brombeernote zurück. Dem entspricht diese sehr saftige Ansprache des Weins am Gaumen. Körperreicher, voluminöser Wein mit durchaus herzhaftem Tannin. Das ist interessant, der Wein hat sicherlich ein ähnliches Tannin, wie wir es gerade beim Beaune Romane hatten, aber jetzt nicht so ganz dieses mineralische Tannin, sondern ein bisschen ein strafferes Tannin, ein bisschen ein festeres Rückgrat, nicht ganz so gentleman-like das Rückgrat, sondern eher ein bisschen so das Rückgrat von einem Bodybuilder. Unglaublich saftig, kraftvolle Art, auch sehr präsent am Gaumen. Feine Länge, nicht allzu mineralisch jetzt in diesem Fall, sondern eher ein bisschen von der Frucht, dieser schönen Brombeerfrucht getragen. Sehr präsent dabei im Finish. Und das erinnert mich wieder daran, dass ich diese Weine eigentlich immer gerne empfehle, wenn jemand aus der Bordeaux-Ecke kommt. Wenn jemand aus der Bordeaux-Stilistik kommt und sich an Burgund annähern möchte, fällt es ihm vielleicht manchmal schwer, diese Subtilität und diese Balance und diese Finesse wirklich zu erfassen. Und als erster Schritt ist da sicherlich ein Louis Saint-Georges immer eine sehr schöne Brücke, weil er holt den Bordeaux-Trinker dort ab, wo er herkommt, wo er sich auskennt, nämlich in dieser schönen, präsenten Beerenfruchtigkeit und in dieser aufrechten, würzigen Struktur vom Tannin und dieser saftigen Textur am Gaumen. Also da ist Louis Saint-Georges immer ein sehr, sehr schöner Einstieg für die Bordeaux-Trinker, wenn sie nach Burgund kommen wollen. Wenn ich vorhin gesagt habe, dass der Beaune Romane zu komplexen Gerichten der Sterneküche sehr, sehr gut passt, würde ich jetzt beim Louis Saint-Georges durchaus sagen, dass wir auch ein bisschen deftiger werden können. Wenn wir jetzt hier einen Hasenpfeffer, ein Hirschgulasch-Gericht in diese Richtung machen, geschmorte Wildgerichte machen, ist es natürlich eine perfekte Kombination, die wir zu diesen Weinen haben können. Eine sehr herzhafte, maskuline, vielleicht ländliche Ausprägung eines großen Rotweins der Côte de Nuit. Man schmeckt vielleicht auch so ein bisschen die südlich saftige Art jetzt, obwohl wir uns ja tatsächlich nur wenige Kilometer von Nord nach Süden bewegt haben.
Vielleicht das markanteste Merkmal, was Nuits-en-Georges von Vaughan Romanée unterscheidet, ist aber die Komplexität. Der Wein ist vielschichtig, ohne Frage, das ist ein sehr, sehr hochwertiger Wein, aber diese ganz subtil aufgefächerte Komplexität, die wir vorher hatten, und der Wein war nur ein paar hundert Meter weiter am Norden gewachsen, finden wir jetzt hier nicht mehr. Jetzt ist es wieder alles eher ein bisschen engmaschig miteinander verwoben und nicht so dieses feingliedrige, aufgefächerte. Auch ein schöner herbstlicher Wein, der, wie gesagt, zu Wildgerichten, zu Schmorgerichten, vielleicht auch geschmortes Rindfleisch, eine geschmorte Ochsenbacke, super passen wird. Und mein, mit dem wir unsere kleine Reise durch die Côte d'Nuit nun abschließen. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Die Weine, die wir heute miteinander verkostet haben, werden jetzt im Nachspann nochmal aufgezeigt, auch die Bezugsquelle, wo man diese Weine kaufen kann. Und ich würde mich freuen, wenn Sie bald mal wieder reinschauen, wenn ich noch andere Regionen aus Burgund vorstelle. Danke und tschüss.